Stephen Batchelor, Bedingtheit und Leerheit. Übersetzung Claudia Seele-Nümer. Sprecher Jochen Weber. Wenn ich Bücher über Neurowissenschaft oder Gehirnforschung lese, zugegebenermaßen populäre Publikationen, denn ich bin ja kein ausgebildeter Wissenschaftler, stelle ich oft fest, dass ihr Inhalt bzw. die Welt, die sich mir durch diese Lektüre eröffnet, auf mich eine nahezu religiöse Wirkung ausübt. Diese Beschreibungen des natürlichen Universums erwecken Gefühle der Verwunderung und der Ehrfurcht. Sie haben zur Folge, dass der Geist fast zum Stillstand kommt. Es ist beinahe überwältigend, diese unglaublichen Zahlen zu lesen, wie zum Beispiel die Anzahl der Neuronen im Gehirn, die etwa der Zahl der Sterne in der Galaxis entspricht, Milliarden über Milliarden. Wenn wir nun, statt die Seiten eines solchen Buches weiter zu verschlingen, nur einen Moment innehalten und uns auf die fantastische Menge der miteinander in Beziehung stehenden Vorgänge besinnen, die in jedem Moment in unserem Kopf ablaufen, dann sehen wir uns einem Prozess gegenüber, der sich durch äußerste Bedingtheit auszeichnet. Etwas, das aus ganz einfachen Anfängen hervorgegangen ist, hat sich über Millionen Jahre hinweg zu dem entwickelt, das wir nun als unsere Erfahrung von Moment zu Moment zu erleben vermögen. Wir neigen dazu, die Dinge, wie sie sich uns jetzt in der Welt darstellen, für selbstverständlich zu halten. Betrachten wir aber die Geschichte unserer Art, des Lebens oder sogar des Planetensystems genauer, wird uns bewusst, dass der jetzige Zustand lediglich eine Phase in etwas weit Größerem ist, dass die Lebensformen auf dieser Erde in 1 Million Jahren, in 2 Millionen Jahren nicht wiederzuerkennen sein werden im Vergleich mit den gegenwärtig existierenden Formen. Kakerlaken und Ameisen wird es zwar anscheinend immer noch geben, aber viele der komplexeren, höheren Lebensformen werden entweder ausgelöscht sein oder aber sich zu Formen entwickelt haben bzw. mutiert sein, die wir uns momentan noch nicht einmal vorstellen können. Das Leben ist ständig in Bewegung. Es kommt niemals zum Stillstand. Solange die Bedingungen mehr oder weniger konstant bleiben, bleiben die Lebensformen, die an diese Bedingungen angepasst sind, zwar dementsprechend ebenfalls relativ konstant, doch sobald sich die Umstände ändern, wird dies nicht mehr so sein. Und dessen sind wir uns heutzutage zunehmend bewusst. Die Voraussetzungen, die das Leben auf der Erde verursacht und unterstützt haben, werden durch unser menschliches Verhalten beeinträchtigt. Durch die Vernichtung fossiler Brennstoffe, durch die Umweltzerstörung und so weiter. Wenn sich diese Voraussetzungen also verschieben, wird das Fortbestehen der gegenwärtig existierenden Lebensformen dadurch in Frage gestellt. All dies weist meines Erachtens auf eben jene Elemente der Existenz hin, denen wir gemäß den Vorschlägen des Buddha Beachtung schenken sollen, um uns von so vielem zu befreien, das uns Leiden verursacht. Anders ausgedrückt, es geht darum, Unbeständigkeit wahrzunehmen, nicht nur zu sagen, oh ja, alles ist unbeständig, sondern wirklich Prioritäten zu setzen und die Prozesse der Veränderung aufmerksam zu verfolgen. Das ist nicht unbedingt leicht. Bisweilen kann es sogar recht langweilig erscheinen, den Atem zu beobachten und wahrzunehmen, dass er sich verändert oder dass der Gesang der Vögel sich verändert oder was auch immer es ist, was sich verändert. Hin und wieder kann das ein recht anstrengendes Unterfangen sein. Hierin zeigt sich jedoch meines Erachtens ein deutlicher Hinweis darauf, dass das, was wir hier in der Meditation tun, keine Instantlösung eines bestimmten Problems sein kann, dem wir vielleicht gegenüberstehen. Vielmehr versuchen wir, mit der Zeit einige gewohnheitsmäßige Wahrnehmungen der Realität abzubauen und zu ersetzen. Diese auf Gewohnheit beruhenden Wahrnehmungen sind gewissermaßen fest verdrahtet, sozusagen in die Hardware unseres Systems eingebaut. Die Neurowissenschaft spricht heutzutage von konstanter Wahrnehmung. Das heißt, das Gehirn selbst ist darauf programmiert, Dinge auf eine mehr oder weniger konstante, dauerhafte Art und Weise zu präsentieren. Vermutlich bringt das beträchtliche Vorteile für die Evolution
und das Überleben mit sich. Auf Unbeständigkeit, Vergänglichkeit und Wandel zu achten, läuft jedoch in mancher Hinsicht den Gewohnheiten zuwider, die auf unseren eigenen neurobiologischen Voraussetzungen basieren. Darum ist es in gewisser Hinsicht solch eine harte Arbeit, und darum betonen wir die Unbeständigkeit immer wieder. Denn eine solche Aufmerksamkeit kommt naturgemäß nicht von allein. Ebenso schwer fällt es uns, die Aufmerksamkeit auf die anderen Charakteristika zu richten, die der Buddha betont, auf Dukkha, das Leiden, Schmerz, Unbehagen. Wir neigen vielmehr dazu, uns nicht darauf konzentrieren zu wollen, möchten es lieber vermeiden, uns mit diesen Aspekten unseres Lebens auseinanderzusetzen. Und wenn wir mit Vorstellungen konfrontiert werden wie Nicht-Ich oder Leerheit, sind diese natürlich noch weiter entfernt von dem, worauf wir uns normalerweise mit Vorliebe konzentrieren, nämlich auf mich und wie real und wie wundervoll ich bin. All diese Übungen verlaufen also gegen den Strom, nicht im Sinne von konventionellem religiösen Glauben, über den wir auch schon gesprochen haben, sondern gegen den Strom unserer eigenen neurobiologischen Voraussetzungen, gegen die fest in uns einprogrammierte Art und Weise, uns selbst in der Welt wahrzunehmen. Eine andere Art, die Vorstellung der Bedingtheit zu betrachten, ist unter dem Aspekt der Nichtnotwendigkeit. Das Gegenteil von Bedingtheit, also davon, dass etwas bedingt ist, ist die Vorstellung, etwas sei notwendig, menschliche Wesen seien notwendig. Gemäß einer ebenfalls sehr intuitiven, schwer zu definierenden Auffassung hat die Evolution Menschen wie Sie und mich als Ziel der Welt im Sinn gehabt, und die Tatsache, dass wir hier sind, ist dementsprechend das notwendige Ergebnis eines Prozesses göttlicher oder auch nicht göttlicher Vorsehung. Demgegenüber ist meiner Ansicht nach das Auffallendste an der Theorie der natürlichen Selektion, dass sie nicht im geringsten von einem Ziel oder einem Zweck ausgeht. Auch dafür gibt es beliebig viele Beispiele. Vor 65 Millionen Jahren prallte ein massiver Asteroid auf diesen Planeten, wahrscheinlich irgendwo im Gebiet der Halbinsel Yucatan, also im heutigen Mexiko. Das Ergebnis dieses Aufpralls war die Vernichtung der vorherrschenden Form der Lebewesen auf der Erde zu jener Zeit, nämlich der Dinosaurier. Und sobald die Dinosaurier erst einmal aus dem Weg waren, eröffnete dies eine ganze Bandbreite ökologischer Nischen, die es anderen Lebensformen ermöglichten, zu gedeihen und sich zu entwickeln, darunter auch die frühen Formen der Säugetiere wie wir. Es ist also allein auf diese plötzliche Gelegenheit zurückzuführen, die sich aus dem Einschlag eines großen Felsbrockens ergab, der zufällig in die Laufbahn der Erde geriet, dass Säugetiere gedeihen und sich schließlich als eine der dominanten Lebensformen durchsetzen konnten. Das hätte jedoch nicht unbedingt geschehen müssen. Ich glaube nicht an ein uneingeschränkt vorbestimmtes Universum. Ich denke, selbst wenn es weit entfernte und vielleicht sogar notwendige Ursachen für den Einschlag von Asteroiden gibt, so eröffnen sich doch als Folge solcher Einschläge Möglichkeiten, dass sich Dinge ereignen können, die sich sonst nicht ereignet hätten. Menschen sind demzufolge nicht notwendig. Es hätte sie nicht unbedingt geben müssen, und es besteht, wie wir ebenfalls wissen, keinerlei Gewähr dafür, dass es sie weiterhin geben wird. Ein weiterer großer Einschlag eines Meteors, der im Durchschnitt alle 100.000 Jahre stattfindet, könnte auch uns auslöschen. All diese Arten, unser Leben zu betrachten, sind, wie ich meine, hilfreich dabei, die tief verwurzelte Vorstellung von unserer eigenen Notwendigkeit zu hinterfragen. Auf einer sehr viel persönlicheren Ebene könnten wir auch das Beispiel unserer eigenen Zeugung betrachten, die Vereinigung der Zellen unserer Mutter und unseres Vaters bei der Empfängnis. Wir wissen, dass es Millionen von Spermien gibt, die versuchen, ein Ei zu befruchten. Wenn die ursprünglichen Bedingungen bei der Vereinigung meiner Eltern anders gewesen wären, wenn das Telefon in diesem unangebrachten Moment geläutet hätte, dann wäre ich vielleicht nicht geboren worden.
Im nächsten Zyklus meiner Mutter hätte ein anderes Spermium ein anderes Ei befruchtet und das hätte dazu geführt, dass ich nicht geboren worden wäre. Ich entsinne mich als Teenager einmal ein Gespräch zwischen meiner Mutter und ihrer Schwester, meiner Tante, gehört zu haben. Sie schauten sich ein Fotoalbum an und gelangten zu dem Bild eines Mannes in Armeeuniform, wahrscheinlich in der Wüste Nordafrikas, und meine Mutter sagte beiläufig zu mir, »Wenn es anders gekommen wäre, mein Lieber, dann wäre er dein Vater.« Ich erinnere mich auch an die Erschütterung, die diese Äußerung in mir hervorrief, und dass ich dachte, wenn er mein Vater gewesen wäre, wäre ich dann auch gewesen? Hätte es mich dann überhaupt gegeben? Nein, es hätte nicht. Und doch sind die Bedingungen, die vorherrschen, um eine Person hervorzubringen und eine andere nicht, vollkommen zufällig, beliebig und willkürlich, obwohl es vielleicht ferne kalkulierbare Gründe geben mag. Ich kann mich an viele Gelegenheiten in meinem Leben erinnern, bei denen ich fast einen Unfall gehabt hätte. Einmal, es war in Rom, wollte ich gerade die Straße überqueren. Da ich gerade aus England gekommen war, blickte ich in die falsche Richtung und wäre fast von einem rasenden Auto überfahren worden. Wäre es dazu gekommen, säßen wir dann jetzt zusammen hier? Auf eine seltsame Weise können winzig kleine Verschiebungen, Unfälle und Tode zu einem ganz anderen Ausgang beitragen, der sich letztendlich auf das auswirkt, was gerade jetzt geschieht. Und die Äußerung des Buddha, wenn dieses ist, dann geschieht das, klingt fast zu einfach. Wir denken vielleicht, wenn ich den Samen eines Löwenzahns einpflanze, wird das einen Löwenzahn hervorbringen. Doch sobald wir an etwas sehr viel Komplexeres denken, zum Beispiel die Tatsache, dass diese spezielle Gruppe sich zu dieser Zeit in diesem Raum befindet und diesen Worten zuhört, ist es faszinierend zu betrachten, wie viele Bedingungen und Ursachen und Voraussetzungen und Dinge, die sie gelesen und gehört haben, Entscheidungen, die sie getroffen haben. Ich habe jetzt eine Woche frei, also lasst uns zum Geierhaus fahren, zu diesem Ereignis beigetragen haben. Jegliche Anzahl winziger Bedingungen, wenn sie nur geringfügig anders gewesen wären, wenn etwas anderes geschehen wäre und sie davon abgehalten hätte, hierher zu kommen, dann hätte das bestimmte Ereignis, das wir gerade jetzt erleben, nicht stattgefunden. Es liegt etwas äußerst Fragiles in unserer Erfahrung des Lebens. Etwas Außergewöhnliches. Man könnte fast das Wort Wunder verwenden, dass wir alle an diesem speziellen Punkt zusammengekommen sind. Es ist etwas nahezu Unwahrscheinliches daran, dass es auf eben diese Art und Weise geschieht. Und doch gehen wir entgegen dieser Erkenntnis stark davon aus, dass es eben einfach so ist. Eine solche Annahme verringert jedoch unsere Fähigkeit, das Außergewöhnliche des Lebens selbst zu schätzen und das Wunderbare daran, dass die Dinge überhaupt geschehen. Nicht die Dinge im Allgemeinen, sondern dieser spezielle Augenblick. Und wenn Sie in der Meditation sitzen und einfach darauf achten, was in diesem Moment sensorisch, emotional, konzeptuell in Ihrem Körpergeist vor sich geht, dann achten Sie auf etwas, das noch nie zuvor so geschehen ist und dass desgleichen niemals wieder genauso geschehen wird, und doch neigen wir dazu, dies nicht zu sehen. Oft versinken wir in einem ziemlich abgestumpften Bewusstsein unserer Erfahrung. Wir langweilen uns. Langeweile war für Baudelaire die zeitgemäße Manifestation des Dämonischen. Der Teufel, es war l'ennui, die Langeweile. Die Tatsache, dass wir unser Leben als flach, stumpf, lustlos und ziemlich zwecklos empfinden. Wir öffnen unsere Augen und Ohren und erleben Tag für Tag das ewig gleiche, eintönige. Um es mit den Worten von Baudelaire zu sagen, wir könnten die Erde in einem Gähnen verschlingen. Und in diesem Sinne denke ich, dass dieser intuitive Eindruck, die Dinge seien nicht bedingt und gingen nicht auf fast wunderbare Weise aus Myriaden von Bedingungen hervor, ebenfalls eine Intuition ist, die gewissermaßen unser Gefühl für das Leben selbst abstumpft.
Insofern denke ich, dass es bei der Meditationspraxis, der eingehenden und beharrlichen, auf diese Merkmale des Lebens gerichteten Konzentration auch darum geht, uns zum Leben zu erwecken, uns lebendig zu machen. Und wie ich es verstehe, zielt die Idee des Buddha, die Idee des Erwachens, nicht nur darauf ab, eine besondere Einsicht in irgendein mystisches Merkmal der Realität zu gewinnen, das uns Erleuchtung erlangen lässt. Das wäre meiner Meinung nach eine sehr triviale Art, es zu sehen. Vielmehr ist der Prozess darauf ausgerichtet, uns zu lehren oder uns Hilfsmittel an die Hand zu geben, lebendiger zu werden. Erinnern wir uns daran, dass das Gegenbild des Buddha in der buddhistischen Philosophie, eigentlich ist es beinahe ein Symbolismus, das Bild von Mara ist. Mara ähnelt in vielerlei Hinsicht der westlichen Vorstellung des Teufels oder Satans. Im Pali oder Sanskrit bedeutet Mara wörtlich der Mörder, der Killer. Es gibt eine Passage in der Digha Nikaya, wo der Buddha sagt, wann immer jemand etwas ergreift und festhält, steht Mara neben ihm. Dieses Ergreifen bzw. Festhalten, das Festhalten an sich, das Festhalten an Dauerhaftigkeit, dieses Festhalten an Dingen, die in irgendeiner Weise notwendig sind, ist auch eine Form des Todes. Es ist ein Killer in dem Sinne, dass es uns in gewisser Weise innerlich abtötet. Es begrenzt unsere Erfahrung innerhalb einer bestimmten, festgelegten Auffassung und Sichtweise dermaßen, dass wir nicht vollständig lebendig sind. Auffällig ist auch, dass der Buddha in manchen frühen Texten der Pali-Tradition Mara nicht Mara nennt, sondern Namuchi. Namuchi ist der Name eines Dämons in der vedischen Mythologie, der dem Glauben nach für das Ausbleiben des Monsuns verantwortlich ist. Namuchi heißt wörtlich der, der die Wasser zurückhält. Indra, der König der Götter, schlägt Namuchi mit seinem Vajra, seinem Zepter, sodass Namuchi daraufhin das Wasser freigibt. Und dann fällt der Monsun. Und das Leben ist gesichert für diejenigen, die von dem jährlichen Regen völlig abhängig sind. Es ist sehr merkwürdig, dass die frühe buddhistische Tradition Mara mit Namuchi identifiziert hat, also mit etwas, das das Fließen des Wassers einschränkt und verhindert. Wasser ist besonders in Indien, aber natürlich in allen Gesellschaften äußerst entscheidend. Es ist die lebendige Kraft, die Leben überhaupt erst ermöglicht. Wenn wir uns Mara oder Namuchi demnach als das vorstellen, was uns in eine Art Totenzustand einschließt, folgt daraus ganz natürlich, das Erwachen oder Buddha zu sein, das Aufhören des Festhaltens, das Freisein davon, sich an etwas zu klammern, eine Art und Weise ist, über das Wasser zu sprechen, den Wassern unseres eigenen Lebens zu erlauben, unbehindert und frei zu fließen. Der traditionelle Buddhismus zieht normalerweise nicht diese Schlussfolgerung. Aber meines Erachtens weist die Symbolik in dieser mythischen Sprache von Buddha und Mara, wie auch die zugrunde liegende Philosophie, dieser Kontrast zwischen dem Erleben von Bedingtheit als Gegensatz der Notwendigkeit, dem Erfahren des Selbst als Gegensatz des Nicht-Selbst, in eine ganz ähnliche Richtung. Und darum ist es nützlich, all unsere Fantasien, eines Tages erleuchtet zu werden, beiseite zu legen und an unsere Praxis zu denken, die unnachgiebige und mitunter ziemlich ermüdende Konzentration auf diese Merkmale der Existenz als eine echte Strategie oder ein Mittel, um uns lebendiger werden zu lassen. Es geht primär um das Leben. Als die buddhistische Philosophie sich weiterentwickelte, ist die Vorstellung der Bedingtheit mit der Vorstellung der Leerheit, Shunyata, gleichgesetzt worden. Diese Gleichsetzung findet sich zwar nicht in den frühen Texten der Pali-Tradition, doch sie wird zu einem Grundgedanken des wichtigsten Interpreten des Buddhismus nach dem Buddha, eines indischen Philosophen namens Nagarjuna. Für Nagarjuna ist Bedingtheit, die Tatsache, dass die Dinge abhängig voneinander entstehen, in der Tat synonym mit dem Gedanken, dass die Dinge leer sind.
Wir begegnen dem Begriff Leerheit hin und wieder, wenn wir etwas über den Buddhismus lesen. Es ist sicherlich eine Vorstellung, die sehr schwer fassbar ist. Ich habe mittlerweile viele Jahre über Leerheit nachgedacht und versucht, darüber zu meditieren. Und ich stelle fest, dass ich das Wort Leer oder Leerheit immer noch nicht gemäß seiner eigentlichen Bedeutung benutzen kann. Es ist sehr schwierig, das Wort ins normale Englische zu übernehmen, ohne dass es schrecklich negativ klingt. Mein Leben ist leer. Ach du armes Ding. Was hat es also eigentlich mit der Leerheit auf sich und warum wird sie mit der Vorstellung von Bedingtheit gleichgesetzt? In der tibetischen Tradition, in der ich ausgebildet wurde, liegt die Betonung sehr stark darauf, zu verstehen, was es ist, wovon die Leerheit leer ist. Anders gesagt, von der Vorstellung wegzukommen, die Leerheit sei eine Art mystischer Zustand oder kosmische Realität, die hinter einem Schleier der Erscheinungen verborgen ist. Diese Vorstellung wird manchmal verstärkt durch das Bild, dass alles aus der Leerheit hervorgeht und dann wieder in die Leerheit zurückkehrt. Das ist zwar eine hübsche poetische Phrase, aber philosophisch ist es ein Desaster. Dadurch wird suggeriert, es gäbe eine Art transzendenten, ultimativen Seinsgrund, den Buddhisten Leerheit nennen, aus dem alle Dinge hervorgehen und in den sie auch wieder zurückkehren, vergleichbar mit dem Dao. Das geht jedoch völlig an der Sache vorbei. Es stellt das, worauf sich Leerheit bezieht, ganz falsch dar. Leerheit ist gemäß Tsongkhapa, es tut mir leid, dass die Sprache ein bisschen technisch ist, leer von dem, was inhärente Existenz genannt wird. Leer davon, dass die Dinge vollkommen aus sich selbst heraus existieren. Meiner Meinung nach kommt die Vorstellung einer inhärenten Existenz in der Tat dem bereits erwähnten Gefühl unserer eigenen Notwendigkeit sehr nahe. Denn dass etwas inhärent existiert, bedeutet, dass es von nichts anderem abhängen muss als von seinem eigenen Dasein. Von unserem Verstand her haben wir wahrscheinlich keine Schwierigkeiten mit dieser Vorstellung. Natürlich ist alles, was aus Ursachen, Bedingungen, Voraussetzungen usw. entsteht, solcher Art bedingt und wird wiederum eine Ursache oder Bedingung für etwas anderes werden. Doch obwohl ich dies verstandesmäßig, intuitiv, instinktiv und insbesondere in Bezug auf mich selbst weiß, fühle ich mich überhaupt nicht so. Ich habe vielmehr den Eindruck, dass ein kleines Menschlein Stephen hier in mir drin sitzt und nach draußen späht. Und das hat er schon immer getan, seit Stephen wahrscheinlich im Alter von 3 Jahren seine erste Erinnerung hatte. Es handelt sich hier um eine sehr tief verwurzelte Wahrnehmung, die, auch wenn sie vielleicht nicht fest verdrahtet ist, sicherlich in unsere Neurobiologie eingebaut ist und wahrscheinlich aus sehr gutem Grund. Sie ist nicht nur zufällig da, sondern weil sie unseren frühen Vorfahren gewisse Überlebensvorteile verleiht. Inzwischen ist sie jedoch zu etwas beinahe Undurchschaubarem geworden, etwas Fixiertem. Und statt uns Überlebensvorteile zu verschaffen, ist sie heutzutage wohl eher eine Art Krebsgeschwür. Für den Buddha zumindest ist sie eben jene Sache geworden, die uns daran hindert, vollkommen lebendig zu sein. Der Eindruck, dass wir ganz tief in uns irgendwo etwas Festgefügtes und Dauerhaftes sind. Dies ist im Buddhismus der Kern des Anhaftens oder Ergreifens, das wiederum mit Mara, dem Killer, gleichgesetzt wird. Es ist eine Art innerer Tod. In moderner Ausdrucksweise würden wir es vielleicht als tiefes Gefühl der Entfremdung bezeichnen. Wir fühlen uns abgeschnitten, abgetrennt von den Lebensprozessen selbst, vom Leben selbst. Wir fühlen uns in entscheidender Weise getrennt von anderen. Wir wissen, dass wir Teil dieser Biosphäre sind, aber so fühlen wir uns nicht. Wir fühlen uns einsam, wir fühlen uns abgeschnitten, wir fühlen einen Mangel an jeglicher wahrer Intimität mit der Welt oder mit anderen Menschen. Und hier, so meine ich, liegt genau die Wurzel dessen, wovon die Leerheit uns zu befreien versucht. Und um das zu tun, kann man einfach darauf achten, wie alles innerhalb der eigenen Erfahrung beständig in Abhängigkeit von Bedingungen entsteht
und wieder vergeht. Der Buddha beschreibt den gesamten Prozess des Bewusstseins folgendermaßen. Ein äußeres Sinnesobjekt, ein Geräusch oder ein Anblick oder ein Geruch oder ein Geschmack, wirkt auf eines der Sinnesorgane ein, und durch dieses Einwirken bildet sich dann das Bewusstsein eines Geräusches, das Geschmacksbewusstsein und so weiter heraus. Obwohl einige spätere buddhistische Traditionen Bewusstsein als eine intrinsische Eigenschaft in uns betonen, die vom Körper abgetrennt ist, wird es im frühen Buddhismus als eine bedingt entstehende Eigenschaft gedacht, die auftritt, wenn dieser Organismus auf die Sinneswelt einwirkt. Das Bewusstsein hat überhaupt keinen privilegierten Status. Wenn wir also unsere Aufmerksamkeit fokussieren, geht es bei dieser Art der Gewahrseinsmeditation vor allem darum, einfach wahrzunehmen. In dieser Art der Meditation wird nicht verlangt, etwas einzuführen, was nicht bereits da ist. Wir müssen nichts visualisieren oder ein Mantra rezitieren oder uns irgendeine komplizierte mystische Theorie vorstellen. Wir müssen nur innehalten, still sitzen, still stehen oder langsam gehen und die reine Sinneserfahrung wahrnehmen, die uns in jedem Moment widerfährt. Darin besteht die Übung. Es ist eigentlich eine Praxis, in der wir eher Dinge abstreifen, als welche hinzufügen. Wir versuchen zum Grundmerkmal, zum Basismerkmal der Erfahrung vorzustoßen. Wir versuchen in dieser Meditation etwas zu berühren, das sehr, sehr elementar in der Erfahrung selbst ist. Wir verlieren uns also nicht in Gedanken, Erinnerungen und Fantasien, was bedeuten würde, dass wir uns auf der Oberfläche der Erfahrung bewegen, sondern wir schenken dem weniger Beachtung, um stattdessen auf den elementaren Akt des Sitzens, des Atmens, des Hörens zurückzukommen. Wir sind uns der Empfindungen unseres Körpers bewusst, das heißt, etwas außergewöhnlich Radikales zu tun. Es bringt uns in Kontakt mit einer anderen Art in dieser Welt zu sein, die anfangs große Mühe und harte Arbeit erfordern mag und mitunter ein regelrechter Kampf ist, mitunter auch ziemlich langweilig. Vielleicht würden wir lieber etwas anderes tun, zum Beispiel an den Strand gehen. Wenn wir jedoch unsere Aufmerksamkeit zurückbringen und versuchen, diese Art der Konzentration aufrechtzuerhalten und zu bewahren, dann beginnen wir, unsere Erfahrung in einer radikal anderen Perspektive zu orientieren. Die Dinge sind also leer, weil sie abhängig von Bedingungen entstehen und wieder vergehen und ihrerseits wiederum für etwas anderes zu Bedingungen werden. Es gibt nichts Selbstexistierendes oder inhärent Existierendes oder etwas, das für irgendeinen bestimmten Aspekt oder ein Element unserer Erfahrung notwendig wäre. Alles ist beständig im Fluss, im Prozess. Es kommt, es geht, es geschieht beinahe auf wunderbare Weise und geht in etwas anderes über. Und doch sträuben wir uns offenbar ständig dagegen, uns für diese Perspektive zu öffnen, nicht nur geistig, sondern beinahe physisch. Es widerstrebt uns gewissermaßen, uns dieser Weise in der Welt zu sein, zu öffnen. Also ist für uns ständig durchdringendes Fragen und Untersuchen der Dinge erforderlich, das, was der Buddha Dhammavijaya genannt hat, das Untersuchen der Phänomene. Eine Art und Weise, wie Leerheit wiederum von Tsongkhapa verstanden wird, ist die, dass sie nicht auf irgendetwas Transzendentes oder Mystisches verweist, sondern eine Art und Weise ist, über die letztendliche Undefinierbarkeit aller Dinge zu sprechen. Wenn wir zum Beispiel nach dem suchen, was vielen als der zentrale Punkt unserer Existenz erscheint, nämlich nach dem Ich, dann kreist ein Großteil unserer Gedanken lediglich um eine Art fortlaufenden Kommentar über mich. Versuchen wir aber, dieses unglaublich wichtige Ding festzunageln, ob wir es nun in der Meditation betrachten oder es philosophisch untersuchen oder ob wir uns selbst mit einem Skalpell aufschneiden, wir finden nichts, das diesem Ich entspricht. Das ist eine sehr merkwürdige Entdeckung. Was so real erscheint, erweist sich schließlich als äußerst illusorisch. In einem Text, der Nagarjuna zugeschrieben wird, der wahrscheinlich aber etwas später verfasst wurde, findet sich eine gute Analogie. Es heißt dort,
Der Prozess sei vergleichbar damit, sich in der Wüste zu verirren und vor sich eine Oase mit Palmen und Kamelen und so weiter zu sehen. Die Person geht darauf zu, doch je näher sie kommt, desto mehr löst sich das Bild auf und wird als Fata Morgana erkannt. Unser Eindruck, ein Ich zu haben, ist damit vergleichbar. Aus der alltäglichen Perspektive erscheint es furchtbar real. Kommt man ihm aber näher, löst es sich gewissermaßen auf. Es wird absolut nicht greifbar. Das ist sehr merkwürdig, wenn auch vielleicht nicht merkwürdiger, als wenn ein Physiker einen Tisch untersucht. Aus der gewöhnlichen Alltagsperspektive ist es ein Tisch und er wird seinen Laptop darauf stellen. Wenn wir jedoch tiefer nachforschen, was ein Tisch eigentlich ist, dann finden wir nicht das geringste Tischähnliche oder überhaupt etwas Materielles. Materie beginnt, sich in etwas sehr Unmaterielles aufzulösen, in wirbelnde Teilchen und Elektronen, Atome, Quarks, Leptone und so weiter, was weitgehend Raum ist. Und auf der Ebene der Quanten gibt es nur noch so etwas wie Wahrscheinlichkeiten. Es wird alles außerordentlich sonderbar. Und doch, sobald diese bestimmte Untersuchung unterbrochen wird, wird der Physiker keine Schwierigkeiten damit haben, seinen Laptop auf den Tisch zu stellen und sich keine Sorgen zu machen, dass sein Gerät in ein schwarzes Loch steht. Dieser Vergleich ist anwendbar auf die Beziehung zwischen unserem autobiografischen Selbst und seiner leeren Natur. Es verhält sich nicht so, dass die leere Natur des Selbst oder die bedingte Natur des Selbst in irgendeiner Weise das Selbst negieren würden. Ebenso wenig wie Quarks und Leptone und Quantenwahrscheinlichkeiten den Tisch negieren. Es ist einfach eine andere Perspektive, wenn auch eine Perspektive, die zumindest gemäß dem Verständnis des Buddha von Bedingtheit äußerst befreiend sein kann. Wenn wir uns also in der Meditation niederlassen, wenn wir stiller werden und fokussierter, kann sich eine solche Perspektive langsam auftun. Haben Sie zum Beispiel beim Meditieren Schmerzen im Knie, kann es sehr aufschlussreich sein, in diesen Schmerz hineinzugehen, statt wie sonst zu sagen, oh mein Gott, ich mag diesen Schmerz im Knie nicht, ich wünschte, diese Qual würde endlich aufhören. Wir geraten in eine Beziehung der Ablehnung mit dem Schmerz in unserem Knie und haben auch Fantasien wie, du lieber Himmel, wenn das nicht gleich aufhört, werde ich nie wieder laufen. Was Sie nebenbei bemerkt natürlich doch tun werden. Wenn Sie aber in den Schmerz hineingehen, wenn Sie ihn wirklich mit Aufmerksamkeit und Achtsamkeit sondieren, können Sie zu dem Punkt gelangen, wo plötzlich dieser Schmerz, das, was sich wie eine stechende Nadel, wie Höllenqualen anfühlt, aufzubrechen beginnt und sich in ein einfaches Muster aus Schwingungen, aus Sinneseindrücken auflöst. Und Sie können tatsächlich auf eine Art und Weise in den Schmerz hineingehen, dass er nicht mehr so furchtbar schmerzhaft ist. In einem Retreat wie diesem ist es wichtig, bis an die Grenzen unserer bewussten Erfahrung zu gehen. Das bedeutet, unseren Geist zu beruhigen und jenen Dingen diese bestimmte Aufmerksamkeit zu widmen, auf die wir sonst aus Gewohnheit negativ reagiert oder die wir zu ergreifen versucht hätten. Stattdessen versuchen wir einfach, tiefer und sorgfältiger, mit einem gewissen Desinteresse hinzusehen, nicht nur ausschließlich in Begriffen von Ich und Mein daran zu denken, sondern uns selbst ein bisschen wie ein Wissenschaftler im Labor zu betrachten, die Dinge zur Abwechslung einfach wie durch ein Mikroskop zu sehen. Und dadurch entdecken wir etwas nicht nur intellektuell, wie zum Beispiel beim Lesen eines Buches, sondern durch Erfahrung. Wir erkennen, wie wir mit einem nicht allzu großen Aufwand tatsächlich lernen können, in oder aus einer gänzlich neuen Perspektive heraus in dieser Welt zu sein. Eine weitere Interpretation der Leerheit, die zum Verständnis hilfreich ist, stammt von Nagarjuna selbst. In einem der Verse, die sein wichtigstes Werk bilden, heißt es, Buddhas sagen, Leerheit sei das Loslassen von Meinungen. Jene, die an die Leerheit glauben, sind nicht zu heilen. Jene, die an Leerheit glauben, sind nicht zu heilen. Wenn sie eine festgefügte Auffassung von Leerheit haben und sie sich diese vielleicht ein bisschen vergleichbar mit einem Gott vorstellen, dann haben sie das Wesentliche nicht verstanden.
Vielmehr haben sie es dann mit etwas zu tun, das im Grunde in völligem Gegensatz zu dem steht, worauf die Vorstellung der Leerheit abzielt. Für Nagarjuna ist die Leerheit ein Loslassen von Meinungen. Es ist nicht im geringsten eine Leerheit, es ist eigentlich mehr ein Lehren. Es ist ein Loslassen, ein Abwerfen von festgefügten Ansichten und Vorstellungen. Ich glaube, es ist hilfreich, sich Leerheit auf diese Weise zu denken. Denn es entzieht der fast unvermeidlichen Annahme den Boden, das Wort Leerheit sei ein Nomen und würde deswegen auch auf etwas verweisen. Die Tatsache, dass es Bücher über den Buddhismus wie zum Beispiel zur Meditation über die Leerheit gibt, verleitet unvermeidbar zu der Annahme, man müsse nur lange und hart genug meditieren, um eines Tages die Leerheit zu entdecken. Und so werden sie über die Leerheit meditieren. Doch das ist meines Erachtens äußerst irreführend. Es bedeutet das Zurückfallen in eine normative religiöse Sprache, in der man bestimmte Schlüsselbegriffe bevorzugt. Im Christentum wäre es Gott und Christus und was auch immer. Im Buddhismus wäre es Nirvana, Befreiung und Leerheit. Wir machen diese Begriffe so eifrig zu Dingen, wir vergegenständlichen sie. Wir machen sie zu etwas Absolutem. Statt uns jedoch die Leerheit als eine absolute Realität oder letztendliche Realität zu denken, was äußerst fragwürdig ist, sollten wir sie uns eigentlich nicht als etwas vorstellen, an das wir glauben oder nach dem wir uns sehnen, sondern vielmehr als etwas, das wir tun. Jedes Mal also, wenn Sie sehen, wie Ihr Geist sich zu einer festgefügten Idee oder einer Glaubensvorstellung kristallisiert, nehmen Sie es nicht so ernst. Investieren Sie nicht so viel in diese Vorstellung und identifizieren Sie sich nicht so stark mit ihr. Insbesondere, wenn Sie etwas vermeintlich Bedeutendes in sich oder eine Offenbarung während der Meditation erfahren, dann begehen Sie nicht den Fehler, es als Erleuchtung zu vergegenständlichen und es wiederum zu einem Kultobjekt zu machen. Meine Erleuchtungserfahrung. Das würde noch jahrelang Probleme bereiten. Wie wir gesehen haben, wenn Sie das tun, haben Sie etwas, das befreiend wirken sollte, zu einem weiteren Objekt der persönlichen Identität und des Anhaftens gemacht. Es besteht also in hohem Maße ein Gefühl dieses Lehrens, das ein Gefühl des Loslassens ist. Loslassen ist eine Vorstellung, die eine weitere Frage mit sich bringt, nämlich, wie lasse ich überhaupt los? Darauf werden wir noch näher eingehen. Der Buddhismus ist in einer Hinsicht in die Falle des normativen religiösen Denkens gegangen, und zwar indem er die Lehre von den zwei Wahrheiten angenommen hat. Diejenigen unter Ihnen, die mit buddhistischer Literatur und Philosophie vertraut sind, sind dieser Lehre sicherlich schon begegnet. Gemäß dieser Lehre gibt es auf der einen Seite eine absolute oder letztendliche Wahrheit, Paramatta Satya, welche auf der anderen Seite die relativen, konventionellen Wahrheiten der Welt gegenüberstehen. Leerheit wird sehr oft mit dem identifiziert, was absolut bzw. letztendlich wahr ist, während die gewöhnlichen Wahrheiten, mit denen wir es im alltäglichen Leben zu tun haben, lediglich konventionelle Wahrheiten sind. Die Sonne geht im Osten auf und im Westen wieder unter, es war heiß am Sonntag und dergleichen. All diese Dinge sind wahr, aber sie sind nur konventionelle Wahrheiten, sind quasi nur recht triviale oder partielle Wahrheiten, nützlich, um in dieser Welt zu funktionieren. Aber sie sagen uns nichts darüber, was die Dinge wirklich sind. Es ist also gemäß der konventionellen Wahrheit wahr, zu sagen, ja, ich bin Stephen. Wenn ich jedoch sagen müsste, was Stephen wirklich ist, könnte ich nicht nur einfach antworten, okay, Stephen ist Stephen, sondern ich wäre aufgefordert, etwas Tiefgehenderes zu äußern. Ebenso verhält es sich mit dem Tisch. Wir haben hier diesen Tisch, aber wenn Sie tief in das hineinschauen, was dieser Tisch wirklich ist, dann stoßen Sie auf etwas ganz anderes. Ich behaupte nicht, dass diese Unterscheidung nicht nützlich sein kann. Sie ist es bestimmt manchmal. Aber meiner Ansicht nach wird Ihr Nutzen dadurch aufgehoben, dass sie vor allem problematisch ist. Sehr auffällig ist, dass alle buddhistischen Traditionen, einschließlich des Theravada,
der frühen Schule. Ihr Denken sehr stark auf diese beiden Wahrheiten, die absolute Wahrheit und die relative Wahrheit, abgestellt haben. Obwohl der Buddha nirgendwo im gesamten Pali-Kanon, in keiner Lehrrede, in keinem der Texte über das Mönchtum jemals diese Begriffe verwendet. Sie fehlen völlig. Wir finden sie in den Mahayana-Sutras und im Abhidharma, der späteren Systematisierung dessen, was der Buddha lehrte. Nirgendwo werden wir jedoch feststellen, dass der Buddha diese Sprache auch nur ansatzweise benutzt. Ich denke, dieser Punkt ist es wert, dass man über ihn nachdenkt. Warum verwendet der Buddha diese Sprache nicht? Und warum haben die späteren Traditionen die Lehren des Buddha so schnell in den Rahmen der zwei Wahrheiten eingeschlossen? Einer der Gründe liegt darin, dass dies den Buddhismus mehr auf die Linie des konventionellen religiösen Denkens brachte. Wenn Sie sich in Erinnerung rufen, was wir über die Upanishaden gesagt haben, dann geht es in diesem Modell deutlich um eine absolute Wahrheit, Brahman oder Gott, im Gegensatz zu den konventionellen Wahrheiten, der Welt der Illusionen. Es ist also erneut eine Theorie der gespaltenen Welt, eine Theorie der gespaltenen Realität. Der Buddha hat sich dagegen gewehrt, wahrscheinlich aus dem Grund, weil es ihn in das Denkschema hätte zurückfallen lassen, aus dem er ganz offensichtlich ausbrechen wollte. Es scheint jedoch, als hätte eine solche Denkweise die Menschen derart stark im Griff, dass wir fast unvermeidlich dazu neigen, wieder in sie abzugleiten. Überdies fällt natürlich auf, dass diese Theorie offen dualistisch ist, in etwa vergleichbar mit der Spaltung in Körper und Geist. Offensichtlich liegt es uns, aus welchen Gründen auch immer, daran, die Welt in zwei Teile zu spalten. Wir spalten unsere Erfahrung in unsere physische und unsere geistige Erfahrung, den Körper und den Geist, und wir spalten die Wirklichkeit in die letztendliche absolute Wirklichkeit und die konventionelle relative Wirklichkeit. Das ist symptomatisch für den Versuch, Dinge irgendwie erklären zu wollen, die sonst dem Anschein nach unklar und schwierig zu erfassen sind. Ich würde mir gerne einen buddhistischen Diskurs vorstellen, der frei von jeglichem Dualismus ist. Einen echten, nicht-dualistischen Diskurs, keine Körper-Geist-Spaltung, keine Spaltung in Absolut und Relativ. Das weitere Problem mit der Vorstellung der absoluten Wahrheit besteht darin, dass es eine Ontologie nahelegt. Das Wort Ontologie kommt vom Griechischen ontos, was Sein bedeutet, und logos, was über etwas nachdenken oder sprechen bedeutet. Und es ist eine Theorie darüber, was die Dinge wirklich sind. Anders ausgedrückt, was ist das Wesen des Seins? Ich glaube nicht, dass der Buddha auch nur entfernt an dieser Frage interessiert war. Und doch, sobald sie die Leerheit zur letztendlichen Wahrheit machen, was die meisten Buddhisten tun, haben sie eigentlich schon begonnen, eine Seinslehre zu entwerfen. Was die Dinge wirklich sind, ist leer oder bedingt. Das ist ihre letztendliche Realität. So etwas hat der Buddha jedoch überhaupt nicht gesagt. Er verwendet den Ausdruck Yatha Bhutam, der oft als so wie die Dinge sind übersetzt wird. Die Dinge sehen, wie sie sind. Manchmal steht in Meditationsanleitungen, wenn wir nur irgendwie den Geist von täuschenden Konzepten, Begriffen und Vorstellungen klären, wenn wir nur die Sinne von allem Hinderlichen reinigen, dann werden wir die Dinge sehen, wie sie sind, was wiederum suggeriert, die Wirklichkeit so zu sehen, wie sie ist. Meines Erachtens ist eine solche Sprache dem, worum es dem Buddha ging, vollkommen fremd. Und bei näherer Betrachtung hat der Ausdruck Yatha Bhutam auch gar nicht diese Bedeutung. Yatha heißt so oder wie dieses und Bhutam heißt, wie die Dinge geworden sind, wie die Dinge sich herausgebildet oder entwickelt haben. Es heißt entstehen, sich entwickeln, sich herausbilden, nicht sein. Der Buddha war darum nicht daran interessiert, eine Erleuchtung zu postulieren, die darauf basierte, die Natur der Wirklichkeit zu erfahren. Ich glaube, eine solche Annahme geht völlig fehl. Dem Buddha ging es darum, einigen Merkmalen unserer Erfahrung Aufmerksamkeit zu widmen. Dadurch, dass wir diese Merkmale tiefer und intuitiv verstehen,
werden wir von bestimmten Einstellungen des Anhaftens, des Ergreifens bzw. Festhaltens an etwas, von bestimmten Fixierungen und Zwängen befreit, die bewirken, dass wir bzw. unser Leben schmerzvoll, entfremdet, langweilig, stumpfsinnig und frustrierend ist. Der Ansatz des Buddha ist ganz ausdrücklich therapeutisch, er ist befreiend. Er befasst sich nicht damit, die Natur der Wirklichkeit im ontologischen Sinne zu verstehen, sondern es geht ihm vielmehr darum, auf jene Kennzeichen der Erfahrung zu achten, die wir tendenziell ignorieren. Unbeständigkeit, Bedingtheit, Selbst- bzw. Ichlosigkeit, Dukkha. Sie sind befreiend, weil sie uns von der entgegengesetzten Sicht befreien. Die Dinge, ich selbst eingeschlossen, seien dauerhaft, zufriedenstellend, ich oder mein. Das Durchbrechen des Würgegriffs dieser Wahrnehmungen befreit uns, damit wir uns voll zu dem entwickeln, was wir sein können. Und dafür ist eine höhere oder philosophische Einsicht in das wahre Wesen der Dinge überhaupt nicht erforderlich. Dem Buddha liegt daran, zu beobachten, wie die Dinge entstanden sind. Und auch das nicht als Selbstzweck. Er ist kein Philosoph in diesem Sinne, sondern es geht ihm um das Wahrnehmen und Erleben dieser Aspekte der Erfahrung. Denn sie können uns von Wahrnehmungen und Ansichten befreien, die uns Leiden verursachen. Das ist, wie ich meine, der zentrale Punkt, um den es bei dieser ganzen Angelegenheit geht. Und das bringt uns zum Ende dessen, worüber ich heute sprechen wollte.